Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur Vorlesung Völkerrecht 1 heute. Ich werde mit Ihnen heute die Rechtsquellen des Völkerrechts zu Ende besprechen, meine Damen und Herren, und habe mir für die Wiederholung dieses Abschnitts werden wir heute so ein kleines technisches Tool noch einsetzen. Ich wollte mal ein bisschen experimentieren. Ah, vielen Dank, dass Sie das Bild anmachen, das ist toll. Es gibt, Sie kennen es vielleicht aus anderen Veranstaltungen, so technische Tools, das werden wir heute mal austesten. Und dann werden wir uns im zweiten Teil der Sitzung mit den Völkerrechtssubjekten beschäftigen. Also erster Teil unserer Sitzung heute, meine Damen und Herren, den Abschluss der Rechtsquellen des Völkerrechts, und dann gehen wir in den nächsten großen Abschnitt über, nämlich die Völkerrechtssubjekte. Wir hatten zuletzt besprochen, meine Damen und Herren, das Völkergewohnheitsrecht. Wir hangeln uns, wenn Sie sich erinnern, am Artikel 38 des Statuts des IGH entlang mit den völkerrechtlichen Verträgen als erstes und dann mit dem Völkergewohnheitsrecht. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Das Völkergewohnheitsrecht hat zwei Komponenten, nämlich zum einen eine objektive Komponente, also die Staatenpraxis, die eine gewisse Dauer, eine gewisse Einheitlichkeit aufweisen muss, also ein Verhalten, das von der Mehrheit der Staaten auch tatsächlich praktiziert wird. Ja, dieses objektive Element, Staatenpraxis. Und auf der anderen Seite ein subjektives Element, die Opinio Juris. Also die Staaten und die anderen Völkerrechtssubjekte müssen davon überzeugt sein, dass das, was sie da tun, auch einer Rechtspflicht entspricht. Dann haben sie Völkergewohnheitsrecht vorliegen, wenn dieses objektive Element, die Staatenpraxis, einerseits gewährleistet ist und zum anderen das subjektive Element, also die Opinio Juris. Also nicht nur diplomatische Gepflogenheiten, Ausrollen des roten Teppichs etwa, sondern die echte Überzeugung, dass es sich um eine aus dem Völkerrecht fließende rechtliche Pflicht handelt. So viel zum Völkergewohnheitsrecht. Wir wollen jetzt heute noch abschließend die dritte Rechtsquelle kennenlernen, nämlich die sogenannten allgemeinen Rechtsgrundsätze. Und dafür, meine Damen und Herren, würde ich Sie bitten, einmal hineinzugucken in Artikel 38 Absatz 1c. Als dritte Rechtsquelle wird hier gelistet die von den Kulturvölkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätze. Dieser Ausdruck Kulturvölker ist als solcher impliziert vielleicht so ein bisschen Völker mit und ohne Kultur. Das ist natürlich alles Unsinn. Die Staaten sind gleich, Artikel 2 Absatz 1, souveräne Gleichheit der Staaten nach der Völkerrechtsordnung. Das heißt, der Ausdruck Kulturvölker bezieht sich auf unterschiedliche Rechtskreise, die eben abgebildet werden heute, insbesondere der Rechtskreis des Civil Law auf der einen Seite und der Rechtskreis des Common Law auf der anderen Seite. Zwischen beiden Rechtskreisen gibt es ganz unterschiedliche Abstufungen, meine Damen und Herren. Vom Prinzip her ist das Civil Law sozusagen das, sind das diejenigen Rechtsordnungen, die eben sehr stark normativ durchstrukturiert sind, wie etwa die deutsche Rechtsordnung, also eine klassische Civil Law Rechtsordnung. Demgegenüber ist das Common Law, was im angloamerikanischen Raum teilweise vorherrscht, etwa in den USA oder auch in Großbritannien, ist das Common Law eben sehr viel fallbezogener. Also eine weniger hohe Regelungsdichte und dafür die Orientierung an Leitentscheidungen, an Präzedenzfällen, das ist charakteristisch für den Rechtskreis des Common Laws. Beides ist sozusagen, meine Damen und Herren, nur eine bestimmte Betrachtung, eine gewisse Typisierung. Also Sie haben, wenn man ganz genau hinguckt, sind es ganz häufig wirklich auch Mischformen. Also selbst das deutsche Recht, was ja wirklich einen hohen Kodifikationsgrad aufweist, und wir deutschen Juristen sind international auch besonders berühmt dafür, dass wir eben sehr normativ arbeiten, sehr genau Texte analysieren, sehr genau Wortlaute analysieren.
Dafür ist man als deutscher Jurist bekannt. Aber trotzdem hat auch die deutsche Rechtsordnung und die deutsche Rechtspraxis vor allem gewisse Common-Law-Elemente. Also wenn man sich die Bedeutung der Judikatur und auch die Bedeutung von Leitentscheidungen in manchen Gebieten anguckt, beispielsweise im Arbeitsrecht, also ohne die Judikatur des BAG können Sie das Arbeitsrecht nicht verstehen. Gleiches gilt für das deutsche Verfassungsrecht, also ohne Elfes, Lüth, also wirklich grundlegende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Ohne die können Sie den Text des Grundgesetzes in seiner rechtlichen Praxis überhaupt nicht angemessen deuten. Also da sehen Sie, dass natürlich die Judikaturen auch eben wichtige Leitentscheidungen auch im deutschen Recht mitunter eine sehr entscheidende Rolle spielen. Also wenn Sie so wollen, hat auch das deutsche Recht, was wirklich als typisches Civil Law System gilt, auch Elemente des Common Laws im Sinne von Bedeutung, von Präzedenzrechtsprechung. Das nur ganz kurz dazu, sozusagen als Hintergrund, also die verschiedenen Rechtskreise, die eben weltweit so ein bisschen typisierend eingeordnet werden in Civil Law einerseits und Common Law andererseits. Es gibt bestimmte Rechtsinstitute, die eher aus dem einen Rechtskreis stammen und eher aus dem anderen. Wir werden uns gleich noch über Equity unterhalten, eine Idee, die eher aus dem Common Law Rechtskreis stammt. Aber generell kann man sagen, ist es eben wirklich eine typisierende Betrachtung, also sozusagen Reinformen des einen oder des anderen gibt es in diesem Sinne eigentlich nicht. Was sind jetzt diese allgemeinen Rechtsgrundsätze? Woraus speisen die sich? Die sogenannten allgemeinen Rechtsgrundsätze leitet man ab aus anwendbaren Rechtssätzen, die grundlegend sind für eine nationale Rechtsordnung. Also keine Detailregelung, sondern grundlegende charakteristische Rechtssätze, die aus dem innerstaatlichen Recht kommen, die in verschiedenen Rechtssystemen im Kern denselben Inhalt haben. Und drittes Element, die für die Anwendung im internationalen Verkehr geeignet sind. Das ist die Definition der allgemeinen Rechtsgrundsätze. Also Sie brauchen einen Rechtssatz, der ganz wichtig aus dem innerstaatlichen Recht stammt. Also allgemeine Rechtsgrundsätze kommen aus den innerstaatlichen Rechtsordnungen. Dieser Rechtssatz ist grundlegend für das jeweilige Rechtssystem. Diesen Rechtssatz können Sie im Kern in verschiedenen Rechtssystemen nachweisen. Und dieser Rechtssatz ist auch geeignet für die Anwendung im internationalen Verkehr. Beispiele kommen wir gleich im Detail noch dazu. Aber um schon mal ein paar zu nennen, also sowas wie Pacta sunt servanda, was natürlich auch in der Wiener Vertragsrechtskonvention mittlerweile geregelt ist, also insofern völkervertragsrechtlich geregelt ist, was auch völkergewohnheitsrechtlich schon anwendbar ist, was aber eben auch zugleich ein allgemeiner Rechtsgrundsatz ist, weil ohne diese Regel eben keine Rechtsordnung der Welt funktionieren würde. Eine Regel, die aus dem Recht der Mitgliedstaaten stammt, die aber natürlich schon lange ins Völkerrecht gelangt ist und sich vom allgemeinen Rechtsgrundsatz emanzipiert hat in Richtung
Meine Damen und Herren, hören Sie mich wieder und sehen mich auch? Ja, okay. Also es hat schon heute Morgen in der großen Übung hat es geruckelt. Okay, prima, alles gut. Geben Sie mir bitte Nachricht, wenn irgendwas sein sollte. Es gibt noch die Möglichkeit, dass ich mich näher an meinen Router stelle, aber eigentlich funktioniert es hier. Also genau, geben Sie mir eine Meldung, wenn ich irgendwie weg bin. Heute Morgen hat es leider auch schon ein bisschen geruckelt, aber ich hoffe, wir kriegen es hin. Die allgemeinen Rechtsgrundsätze, was ist die Funktion dieser allgemeinen Rechtsgrundsätze? Sie sollen Lücken schließen. Das heißt, je mehr sich die anderen beiden Rechtsquellen, also das Völkergewohnheitsrecht und die völkerrechtlichen Verträge herausbilden, desto weniger Raum bleibt für die allgemeinen Rechtsgrundsätze. Also die Tatsache, dass immer mehr kodifiziert wird und dadurch immer mehr Völkervertragsrecht heute existiert, verdrängt natürlich die allgemeinen Rechtsgrundsätze, weil eben diese Kodifikation sehr viel besser nachweisbar ist durch die Staaten. Man kann sich sehr viel leichter auf einen Vertrag berufen, der eben wirklich geschrieben ist, beim UN-Generalsekretär hinterlegt ist. Das ist sehr viel einfacher und sehr viel klarer im internationalen Verkehr als die Berufung auf allgemeine Rechtsgrundsätze. Insofern ist die Bedeutung der allgemeinen Rechtsgrundsätze zwar immer noch gegeben, aber der Stern der allgemeinen Rechtsgrundsätze ist ein bisschen im Sinken, kann man sagen. Herr Seiler, ja. Ich habe eine Frage. War, inwieweit überschneiden sich denn die allgemeinen Rechtsgrundsätze und das Völkergewohnheitsrecht, weil irgendwie mir ist da jetzt der Unterschied noch nicht so ganz deutlich geworden. Ja, sehr gute Frage, Herr Seiler. Also ganz wichtig ist bei den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, wo sie herkommen. Sie kommen aus dem innerstaatlichen Recht. Also das ist Grundvoraussetzung. Sie sind Elemente und ich werde Ihnen gleich noch ein paar Beispiele nennen. Vielleicht wird es da auch noch mal klarer. Sie kommen ursprünglich aus den nationalen Rechtsordnungen. Das Völkergewohnheitsrecht hat sich entwickelt aus der internationalen Ordnung heraus, aus der internationalen Staatenpraxis, die getragen ist von der Überzeugung, die sich in der internationalen Gemeinschaft im Hinblick auf eine bestimmte Rechtsnorm herausgebildet hat. Bei den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, also das Völkergewohnheitsrecht ist sozusagen Recht, was originär generiert wurde durch die Völkerrechtsordnung, also durch diese Praxis verbunden mit der gemeinsamen Opinio Juris. Bei den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ist der Ursprung ein anderer. Sie kommen wirklich als Elemente, und deswegen ist das Beispiel Pacta sunt servanda vielleicht ganz griffig, ist natürlich heute vertragsrechtlich geregelt. Sie kommen eben wirklich als Urgrundsätze aus den nationalen Rechtsordnungen. Sie funktionieren in den nationalen Rechtsordnungen auch wunderbar. Sie sind aber trotzdem auch geeignet, im Völkerrecht angewandt zu werden und sind deswegen sozusagen transferiert worden vom innerstaatlichen Recht ins Völkerrecht. Also es ist eine sehr dogmatische, rechtstechnische Betrachtung, die sich aber, wie Sie sehen, eben im Artikel 38 auch widerspiegelt und die so von der Völkerrechtsgemeinschaft eben auch anerkannt ist. Vom Ergebnis haben sie teilweise auch fließende Übergänge, muss man sagen. Ja? Allgemeine Rechtsgrundsätze sind eben sozusagen auch anerkannt und werden praktiziert. Das sieht man auch an den Beispielen, die ich Ihnen hier mal so aufgefächert habe. Also das klassische Beispiel jetzt aus dem regionalen Völkerrecht sind die allgemeinen Rechtsgrundsätze in der EU. Diese allgemeinen Rechtsgrundsätze sind Element aller mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen und in der EU sind es eben Demokratien und Rechtsstaaten, also eine sehr viel homogenere Gemeinschaft. Und aus diesen nationalen Rechtsordnungen hat der EuGH, da sieht man sehr deutlich, verschiedene Elemente herausgenommen, die er in die Unionsordnung übernommen hat. Stichwort Verhältnismäßigkeitsprinzip,
Aber auch andere Prinzipien wie Vertrauensschutz oder das Bestimmtheitsgebot oder ganz prominent die Unionsgrundrechte. Also die Unionsgrundrechte, die heute in der Europäischen Grundrechtecharta kodifiziert sind, die waren eben lange nur allgemeine Rechtsgrundsätze. Artikel 6 Absatz 3 EUV verweist bis heute auf die Anwendung der Unionsgrundrechte, die der EuGH als allgemeine Rechtsgrundsätze entwickelt hat, die aus den nationalen Rechtsordnungen kommen. Also der EuGH hat die im Wege der sogenannten vergleichenden Verfassungsbetrachtung entwickelt und hat sie überführt in die Unionsrechtsordnung. Das sind insbesondere die Fälle Stauder, internationale Handelsgesellschaft und so weiter. Brauchen wir hier nicht vertiefen, ist nur ein Beispiel, wo allgemeine Rechtsgrundsätze hier im Unionsrecht eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Auch heute gibt es diese allgemeinen Rechtsgrundsätze, also gelten die Unionsgrundrechte weiter fort als allgemeine Rechtsgrundsätze. 6 Absatz 3 EUV regelt das. Sie sind aber, und auch da sehen Sie in der Entwicklung, insofern ein Stück überholt worden, als die Grundrechtecharta diese Unionsgrundrechte mittlerweile als geschriebenes Recht regelt. Also auch hier haben Sie eine fortschreitende Kodifizierung. Und auch hier beruft sich jetzt der EuGH natürlich insbesondere auf die Grundrechtecharta. Zweites Beispiel, ich sehe Ihre Hand, ich komme auch gleich zu Ihrer Frage. Lassen Sie mich gerade noch das zweite Beispiel erläutern, der Artikel 340 Absatz 2 AEUV. Da geht es um die Haftung der Mitgliedstaaten für Verstöße gegen Unionsrecht. Auch das ist eine Ausprägung allgemeiner Rechtsgrundsätze. Da hat der EuGH gesagt, also wir haben Amtshaftungssysteme in allen Mitgliedstaaten und diese Amtshaftungssysteme gebieten es, auch auf Unionsebene so eine Art Amtshaftung anzunehmen und zwar nicht nur, wenn die Unionsorgane gegen Unionsrecht verstoßen, sondern auch, wenn die Mitgliedstaaten gegen Unionsrecht verstoßen, beispielsweise indem sie Richtlinien nicht fristgerecht umsetzen. Also auch hier hat der EuGH ausdrücklich allgemeine Rechtsgrundsätze entwickelt, indem er aus dem Staatshaftungsrecht der Mitgliedstaaten die zentralen Elemente herauskristallisiert hat und diese zum Gegenstand der Unionsrechtsordnung gemacht hat als allgemeine Rechtsgrundsätze. Also das sind klassische Beispiele. Im Unionsrecht funktioniert das insofern natürlich besser, als die Rechtsordnungen hier homogener sind, als wenn Sie das Ganze weltweit betrachten. Jetzt noch die Frage. Frau Schieber, bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage bezieht sich auf den zweiten Punkt. Und zwar wollte ich fragen, wie das Verhältnis ist, also ob man sagen könnte, dass die allgemeinen Rechtsgrundsätze jetzt gegenüber des Vertrags und Gewohnheitsrechts subsidiär ist. Mhm. Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank, Frau Schieber, nochmal für die Frage. Wir hatten uns ganz am Anfang angeguckt, dass man ja nicht so eine feste Normenpyramide im Völkerrecht aufbauen kann, wie man das aus dem innerstaatlichen Recht kennt. Also das heißt, diese Idee, wie es im deutschen Recht existiert, das Grundgesetz steht an der Spitze, darunter kommt das einfache Recht und dann beispielsweise die Rechtsverordnung. Also in dieser Form funktioniert es für das Völkerrecht nicht, aber, jetzt kommt das große Aber, trotzdem werden Verträge beispielsweise vorrangig herangezogen. Also wenn Sie einen völkerrechtlichen Vertrag haben, dann ist er eigentlich immer lex specialis beispielsweise, also die speziellere Regelung im Vergleich zum Völkergewohnheitsrecht oder zum allgemeinen Rechtsgrundsatz. Und mit diesen allgemeinen Regeln, lex specialis insbesondere, kommen Sie dazu, dass die Verträge eben anderen Dingen vorgehen und dass insbesondere die allgemeinen Rechtsgrundsätze wirklich nur noch so eine Art Lückenschließungsfunktion haben. Also das heißt,
Wenn Sie einen völkerrechtlichen Vertrag haben, wie beispielsweise bei Pacta sunt servanda mit der WVK, dann würden Sie immer auf die WVK rekurrieren und nicht auf den allgemeinen Rechtsgrundsatz des Pacta sunt servanda. Also das heißt, Sie haben hier schon eine Verdrängung, die findet, und das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber die findet nicht im Sinne einer strengen Normenhierarchie statt, wie man es aus dem innerstaatlichen Recht kennt, sondern die findet statt, weil Verträge eben spezifischer regeln, weil sie ausdrücklich schriftlich regeln, weil sie eben in der praktischen Anwendung, Stichwort Nachweisbarkeit, sehr viel besser Konflikte entschärfen. Und das ist ja das, was Normen eigentlich sollen. Es geht um die Entschärfung, um die Vermeidung von Konflikten und diese Möglichkeit, Konflikte eben aufzulösen, die ist bei geschriebenen Verträgen eben sehr viel höher als bei der Frage, ja, was ist denn eigentlich der allgemeine Rechtsgrundsatz, auf den wir uns hier berufen? Also das ist mit sehr viel mehr Unsicherheiten belastet als der schriftliche Vertrag. Insofern gehen de facto Verträge, völkerrechtliche Verträge, den allgemeinen Rechtsgrundsätzen und auch dem Völkergewohnheitsrecht vor. Aber wie gesagt, eben nicht im Sinne einer strengen Normenhierarchie, sondern im Sinne allgemeinerer Regelung, dass eben spezieller, spezifischer geregelt wird und dass eben gewisse praktische Faktoren hier auch eine Rolle spielen. Gut, noch Fragen, meine Damen und Herren, bis hierhin? Okay, wir machen auch gleich, wie angekündigt, noch so ein kleines Quiz. Da kommt übrigens die Frage, die Sie gerade gestellt haben, auch noch mal vor. Insofern vielen Dank dafür. Ich würde gerne die Rechtsquellen gerade noch zu Ende besprechen, bevor wir unser Quiz und unsere Fragen machen. Wir haben jetzt die drei wichtigsten völkerrechtlichen Rechtsquellen besprochen, den Vertrag, das Gewohnheitsrecht und die allgemeinen Rechtsgrundsätze. Ich möchte jetzt noch so ein paar Randerscheinungen dazu Ihnen zumindest präsentieren. Die sind deutlich weniger grundlegend als die drei Rechtsquellen, aber zur Abrundung, wenn Sie hineingucken in den Artikel 38 des IGH-Statuts nochmal, dann haben Sie im Absatz 2 noch eine Regelung, die besagt, diese Bestimmung, also der Absatz 1 mit den Rechtsquellen, lässt die Befugnis des Gerichtshofs unberührt mit Zustimmung der Parteien ex aequo et bono zu entscheiden. Also das wird vorgesehen vom 38 Absatz 2. Das Gericht kann ex aequo et bono entscheiden. Das ist so eine Art für die Juristen, so eine Art 242 im BGB, also so eine Art kein venire contra factum proprium, so eine Art Billigkeit. Das heißt, diese Auslegung orientiert sich an diesen Präzedenzfällen und das bedeutet, sie sind im Detail sehr viel mehr auf die Frage angewiesen, passt im Einzelfall dieser Präzedenzfall auf den Fall, den sie später zu entscheiden haben, oder weicht der beispielsweise um eine winzige Nuance ab? Und in dem Moment, wo der Fall zwar passt grundsätzlich, aber um eine winzige Nuance abweicht, können Sie mit Billigkeitserwägungen, mit ex aequo et bono sehr gut arbeiten, können Sie sehr gute Annäherungen, Entscheidungen treffen. Insofern ist dieser Verweis des 38 Absatz 2 des IGH-Statuts eng verknüpft mit dieser Idee des Common Law, mit diesen Billigkeitserwägungen, die in Klammern in unserem Civil Law System eine viel geringere Rolle spielen. Die Juristinnen und Juristen unter Ihnen wissen das. In unserem sehr ausdifferenzierten, auskodifizierten System bleibt nur noch sehr wenig Raum für so Überlegungen wie 242 BGB, der im Einzelfall herangezogen werden kann, aber eben wirklich die Ausnahme ist.
Ich war nochmal weg. Okay. Anscheinend war die Verbindung nochmal weg. Also wie gesagt, ex aequo, ex bono sind Billigkeitserwägungen. Das, was im deutschen Rechtssystem der 242 BGB abbildet, kommt aus dem Common Law System, also aus der Idee heraus, dass man einen Präzedenzfall hat und der Richter diesen Präzedenzfall auslegen muss und im Einzelfall eben den Sachverhalt, den er entscheiden muss, anpassen muss im Hinblick auf den Präzedenzfall. Also er muss sehr genau gucken, inwiefern unterscheidet sich der Sachverhalt und inwiefern nicht. Und hier können diese Billigkeitserwägungen, diese Erwägungen nach Treu und Glauben, sagt man auch, eben eine Rolle spielen. Das ist so ein Element aus dem Common Law System, was hier in die Judikatur des IGH einfließt. Ist das angekommen, meine Damen und Herren, trotz der Unterbrechung? Okay, prima. Gut, sehr gut. Dann noch ganz kurz zu den sogenannten einseitigen Akten. Das ist umstritten. Kurze paar Beispiele. Was sind sogenannte einseitige Akte im Völkerrecht? Beispielsweise die Anerkennung oder auch die Zustimmung, der Protest, der Verzicht, also Willenserklärungen, die einseitig abgegeben werden, im Gegensatz zu Verträgen etwa, wo sie übereinstimmende Willenserklärungen brauchen, damit der Vertrag überhaupt zustande kommt. Was ist bei diesen einseitigen Akten wesentlich? Der sogenannte Rechtsbindungswille. Also was will derjenige, der hier zum Beispiel den Verzicht erklärt überhaupt, will der wirklich verzichten? Oder ist es eine bloße politische Erklärung? Also steckt hier ein echter Rechtsbindungswille dahinter? Das ist entscheidend. Es wird manchmal in der Literatur diskutiert, ob es sich hier um eine eigenständige Kategorie von Rechtsquellen handelt. Bei diesen einseitigen Akten gibt es eine Diskussion dazu. Herrschende Meinung sagt nein. Also die klassischerweise als Rechtsquellen anerkannten Quellen, das sind eben die drei in Artikel 38 erwähnten. Bei den einseitigen Akten sagt zumindest die herrschende Meinung, das ist völkergewohnheitsrechtlich anerkannt, dass ein Verzicht beispielsweise, der von Rechtsbindungswillen getragen wird, auch rechtliche Gültigkeit in der Völkerrechtsordnung besitzt. Insofern geht die herrschende Meinung davon aus, dass diese einseitigen Akte keine echte, sozusagen eigene Kategorie darstellen. Es gibt aber Stimmen in der Literatur, die das anders sehen. Kann man auch, führt sozusagen von der Konsequenz her, ist es ein bisschen ein Glasperlenspiel. Also es hat keine Konsequenzen, keine wirklichen, ob Sie das jetzt hier einordnen oder nicht. Letzter Punkt, die sogenannten Hilfsquellen des Völkerrechts. Auch da bitte ich Sie nochmal in den 38 hineinzugucken, nämlich in den Absatz 1 Buchstaben D. Also zu den Quellen, die der IGH heranzieht, vorbehaltlich des 59, richterliche Entscheidungen und die Lehrmeinung der fähigsten Völkerrechtler der verschiedenen Nationen als Hilfsmittel zur Feststellung von Rechtsnormen. Also so der Text des 38 Absatz 1d, also Gerichtsurteile, natürlich Gerichtsurteile insbesondere von internationalen Gerichten, wie beispielsweise dem IGH, aber unter Umständen auch mal Entscheidungen nationaler Gerichte von grundlegender internationaler Bedeutung. Das House of Lords in Großbritannien hat beispielsweise im Pinochet-Fall eine interessante Entscheidung gefällt, indem es nämlich die Staatenimmunität aufgehoben hat in einem bestimmten Verfahren. Das war eine Entscheidung, die große internationale Ausstrahlungswirkung hatte, dass man die grundsätzliche Immunität hier ausnahmsweise aufhebt aufgrund von schweren Menschenrechtsverletzungen. Das hat auch eine große Diskussion im Völkerrecht ausgelöst. Also insofern können sich Gerichtsentscheidungen auch von nationalen Gerichten auch international auswirken. Lehrmeinung, damit ist die Völkerrechtslehre gemeint, auch die
zieht der EuGH natürlich für seine Urteile heran. Auch die können zur Auslegung herangezogen werden. Aber, meine Damen und Herren, wichtig, sowohl die Gerichtsentscheidungen als auch die Lehrmeinungen sind sogenannte Hilfsquellen. Also der 38 Absatz 1d spricht auch von Hilfsmitteln zur Feststellung von Rechtsnormen. Also das sind keine eigenen völkerrechtlichen Rechtsquellen, sondern das sind nur Hilfsmittel. Also wenn Sie überlegen, ob eine bestimmte Rechtsnorm Völkergewohnheitsrecht darstellt, dann können Sie Gerichtsentscheidungen und Lehrmeinungen heranziehen zur Bekräftigung dieser These. Aber es sind keine eigenständigen Rechtsquellen, sondern es sind bloße Hilfsquellen. Was ist damit gemeint? Damit gemeint sind Akte, mit Soft Law gemeint sind Akte, die keine rechtliche Verbindlichkeit haben. Insofern ist der Begriff Law eigentlich falsch, streng genommen. Es ist eigentlich Politik, das Soft Law, es ist unverbindliches Recht, es sind politische Erklärungen, die aber gegebenenfalls im Laufe der Zeit sich zu Völkergewohnheitsrecht etwa entwickeln können. Beispiel für Soft Law, was sich zumindest teilweise zu Völkergewohnheitsrecht verfestigt hat, ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen, als Resolution der Generalversammlung unverbindlich, also eine bloße politische Erklärung. Aber diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war von enormer politischer Strahlkraft und Tragweite nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie war der Auslöser für die gesamte Entwicklung des internationalen Menschenrechts. Schutzes nach dem Zweiten Weltkrieg. Was wir heute haben, der Möglichkeit, konkret Menschenrechte einzuklagen, wäre undenkbar ohne die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg. Insofern ist diese Erklärung ein Beispiel dafür, wie eine bloße politische Erklärung, also Soft Law, sich verfestigen kann und im Laufe der Zeit sich verstärken kann und in eine echte Rechtsquelle, nämlich in Völkergewohnheitsrecht, übergehen kann. Also heute ist anerkannt beispielsweise das Folterverbot als Teil des völkerrechtlichen Jus Cogens, also als Völkergewohnheitsrecht. Das Folterverbot ist auch in der Convention Against Torture kodifiziert, aber ist eben auch Bestandteil der Völkerrechtsordnung im Sinne von Völkergewohnheitsrecht. Zweites Beispiel, also erstes Beispiel für Soft Law, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Zweites Beispiel, etwas aus der neueren Zeit, der UN-Migrationspakt. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Diskussion erinnern. Dieser UN-Migrationspakt hat politisch relativ hohe Wellen geschlagen. Ist aber auch bloßes Soft Law, kann man sagen. Und es gab damals eine vergleichsweise intensive Debatte darum, ob sich dieser Migrationspakt zu Völkergewohnheitsrecht entwickeln wird. Das ist natürlich erst im Laufe der Jahre wirklich absehbar. Aber im Moment, so wie dieser Pakt im Moment existiert, ist er erstmal bloßes Soft Law. Wen das näher interessiert, ich habe mich damit mal beschäftigt, einen Beitrag auch in der ZRP geschrieben. Da geht es auch um die Frage, wie Soft Law zu konkretisieren ist. Gut, meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der völkerrechtlichen
Rechtsquellen. Ich würde gerne mit Ihnen kurz das, wie versprochen, anhand eines Quizzes hier und von so ein paar Fragen nochmal durchgehen. Jetzt müssen wir gucken, ob das technisch klappt. Moment, muss ich gerade mal hier noch meinen Bildschirm freigeben. Moment. Gerade mal schauen. In Zoom. Ja. So, also kurze Wiederholung zu dem, was wir gemacht haben, zu den Rechtsquellen. Jetzt muss ich hier gerade noch, Moment, auf Present, Sekunde. Da, jetzt. Jetzt müssten Sie das sehen, meine Damen und Herren. Also, und jetzt müssten Sie, genau, super. Jetzt müssten Sie kurz gehen auf Mentimeter und müssen hier diesen Code eingeben. Also, genau. So, und dann eben die Frage, was ist die wichtigste völkerrechtliche Rechtsquelle? Vertrag, Gewohnheitsrecht oder allgemeine Rechtsgrundsätze? Ah, ich sehe schon, klasse, das kriegt man ja auch angezeigt, sehr gut. Also, ich sehe hier voten. Okay, super. Klasse. Okay, es kommen immer noch ein paar dazu. Ja, sehr schön. Also ich fand es relativ einfach zugänglich, dieses Tool, und habe gedacht, das können wir so als kurze Wiederholung zwischenrein mal einbauen. Okay, also wir haben ein Ergebnis, auch noch mehr Abstimmungen, gut. Warten wir noch mal kurz. Okay, also jetzt die richtige Antwort, und meine Damen und Herren, ich sehe sehr befriedigt einen großen, große Abstimmung hier beim völkerrechtlichen Vertrag. Also richtige Antwort, die wichtigste völkerrechtliche Rechtsquelle heute ist der völkerrechtliche Vertrag. Und das haben Sie sehr schön hier beantwortet. Wunderbar. Die zweite Frage, das war die Frage, die vorhin auch gestellt wurde, ist die Frage, gibt es ein Stufenverhältnis zwischen den völkerrechtlichen Rechtsquellen im Sinne der innerstaatlichen Normenhierarchie? Von daher auch sehr gut, dass Sie das heute nochmal gefragt haben. Sie sehen, das war eine Sache, die mir wichtig ist. Und ich sehe auch schon, die Antworten kumulieren sich sehr schön im richtigen Bereich hier. Ich warte noch mal ein paar Sekündchen. Ja, genau, sehr schön. Also die richtige Antwort ist nein, und das haben auch alle, die mitgemacht haben, ganz richtig beantwortet. Also nein, so ein Stufenverhältnis, wie wir es aus dem innerstaatlichen Recht kennen, das gibt es in dieser Form nicht. Nächste Frage, nochmal zu den völkerrechtlichen Verträgen als kurze Wiederholung. Eine ganz grundlegende Frage ist die Frage, das ist jetzt hier eine Frage, genau. Also, da wird eine Frage gestellt und Sie bekommen verschiedene Dinge zur Antwort. Starten wir das Ganze mal. Genau, und es geht auch um Schnelligkeit. Also,
kann innerstaatliches Recht als Einrede gegenüber Pflichten aus völkerrechtlichen Verträgen geltend gemacht werden? Nein, niemals. Ja, immer. Dritte Möglichkeit, grundsätzlich nicht. Vierte Möglichkeit, grundsätzlich schon. Oh, das war aber schnell. Okay, sehr schön, aber klasse. Sie haben hier in der wirklich kurzen Zeit gut geklickt, meine Damen und Herren. Also grundsätzlich nicht, völlig richtig. Ja? Also grundsätzlich können Sie innerstaatliches Recht völkerrechtlichen Verträgen nicht entgegenhalten, unter Umständen schon, nämlich wenn die Verletzung offenkundig ist. Sehr schön. Ich habe noch eine zweite Präsentation, noch etwas Zweites, was ich Ihnen ganz kurz noch auch kurz zeigen möchte. Also etwas komplexer nochmal, wir steigern uns ein bisschen in der Schwierigkeit der Fragen, meine Damen und Herren, nochmal etwas schwieriger zur WVK und zur Clausula Rebus Sixtantibus, Artikel 62 WVK. Das ist wirklich jetzt eine schwierigere Frage. Also diese Clausula Rebus Sixtantibus betrifft die Änderung von Umständen, die erstens bei Vertragsschluss nicht vorlagen, aber deren Änderung von den Parteien vorhergesehen wurde. Zweite Möglichkeit, die Umstände lagen bei Vertragsschluss vor, aber ihre Änderung wurde von den Parteien vorhergesehen. Oder drittens, die Umstände lagen bei Vertragsschluss vor, aber ihre Änderung wurde von den Parteien nicht vorhergesehen. Also die Möglichkeit haben Sie hier zu wählen. Und ich sehe schon, das geht in eine sehr gute Richtung. Ist auch eine gute Rückmeldung für mich, meine Damen und Herren. Ja, sehr schön. Ich warte noch mal ein paar Sekunden. Genau, kommen immer noch Abstimmungsergebnisse. Okay. Ja, sehr gut, meine Damen und Herren. Wir haben ein klares Ergebnis, nämlich die Clausula Rebus Sixtantibus betrifft die Änderung von Umständen, die bei Vertragsschluss vorlagen, aber deren Änderung durch die Parteien nicht vorhergesehen wurde. Super, vielen Dank, das so als kleine Auflockerung heute und als Abschluss unserer Beschäftigung mit den völkerrechtlichen Rechtsquellen. Wir springen zurück zu unserer Präsentation. Muss ich kurz wieder öffnen. So. Gut. Prima, vielen Dank. Ich höre auf der internationalen Bühne, wer handelt hier, wer ist rechtsfähig, wer ist Träger von Rechten und Pflichten im internationalen Recht? Das ist die Frage bei den Völkerrechtssubjekten und ich habe Ihnen hier eine kleine Übersicht erstmal gemacht über die verschiedenen Völkerrechtssubjekte. Sie sehen links die Subjekte, die volle Völkerrechtssubjektivität haben. Und Sie sehen rechts die Subjekte, die teilweise, also partielle Völkerrechtssubjektivität haben. Also Völkerrechtssubjekte,
die sich auf einzelne Rechte und Pflichten berufen können und links die Staaten, die internationalen Organisationen und die historisch gewachsenen Völkerrechtssubjekte sind Völkerrechtssubjekte mit voller Völkerrechtssubjektivität. Bei den transnationalen Unternehmen, das werden wir uns im Detail noch angucken, ob die sich überhaupt auf irgendwas im Völkerrecht berufen können. Wir beginnen, meine Damen und Herren, mit dem Staat als Völkerrechtssubjekt, als demjenigen Subjekt, das klassischerweise die Völkerrechtsordnung gestaltet und prägt. Die Staaten als sogenannte geborene im Völkerrechtssubjekte, die Frage, die auch schon mal aufgetreten ist, ich kann mich erinnern, als wir präsent unterrichtet haben, hat jemand die Frage gestellt, was konstituiert eigentlich einen Staat? Das sind die berühmten drei Elemente, drei Staatselemente. Ein Staat im Sinne des Völkerrechts ist dann gegeben, wenn Sie ein Staatsgebiet haben, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt. Georg Jelinek hat diese Drei-Elementen-Lehre ganz prominent formuliert, einer der großen Völkerrechtler. Diese Drei-Elementen-Lehre ist aber nicht nur in der völkerrechtlichen Lehre anerkannt, sie ist auch Teil des Völkergewohnheitsrechts. Also das ist wirklich anerkannt von allen Staaten. Die Montevideo-Konvention von 1933 beruft sich beispielsweise auf diese Drei-Elemente-Lehre und das zeigt, dass sie eben allgemein völkergewohnheitsrechtlich anerkannt ist. Wir wollen uns diese drei Elemente jetzt im Detail angucken, also diesen Begriff des Staates, der sich eben in drei Unterkategorien ausfächert. Also jeder Staat braucht zunächst ein Staatsgebiet, auf dem ein Staatsvolk lebt und dieses Staatsvolk und dieses Gebiet werden beherrscht durch eine Staatsgewalt, die unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Das kann in demokratischer Form sein, wie in Deutschland etwa. Das kann aber auch in anderer Form sein. Also das Völkerrecht spricht natürlich auch Diktaturen die Staatsqualität zu. Also die Frage der Legitimität, wir kommen noch dazu, ist zu trennen von der Frage, ist etwas faktisch völkerrechtlich als Staat zu betrachten. Zunächst zum Staatsgebiet. Was versteht man unter Staatsgebiet? Darunter versteht man einen abgegrenzten Teil der Erdoberfläche, so die Definition. Und auf diesem abgegrenzten Teil übt der Staat seine Staatsgewalt aus im Sinne von Territorialhoheit. Also auf seinem Staatsgebiet hat der Staat die sogenannte Territorialhoheit inne. Das schlägt sich beispielsweise nieder im Strafanspruch, den der Staat ausüben kann. Bedeutet, unabhängig von meiner Staatsangehörigkeit, wenn ich in Deutschland eine Straftat begehe, dann kann der deutsche Staat hier seinen Strafanspruch geltend machen. Das ist Ausfluss der deutschen Territorialhoheit. Und das gilt natürlich in jedem Staat. Also wenn ich als Deutsche in Bangkok beispielsweise mit Drogen handle, dann kann der thailändische Staat hier seinen Strafanspruch im Sinne der Territorialhoheit durchsetzen. Wo sind die Grenzen des Staatsgebietes und damit auch die Grenzen der Territorialhoheit? Das sind natürlich die Grenzen, die das Staatsgebiet eben hat. Das kann sich konkretisieren durch Grenzverträge beispielsweise, wenn Grenzen strittig sind und man deswegen Grenzverträge geschlossen hat. Das kann sich aber auch, und das ist ganz häufig der Fall, einfach konkretisieren durch effektiven Besitz. Also in Staaten, wo die Staatsgrenzen unumstritten sind, genügt der effektive Besitz. Das Völkerrecht kennt die sogenannte uti possidetis Doktrin, also effektiver Besitz, der nicht in Frage gestellt wird, der gilt als solcher. Also Grenzverträge können ausdrücklich Staatsgrenzen regeln, aber selbst wenn keine ausdrücklichen Grenzverträge existieren, dann genügt der effektive Besitz für die Regelung des Staatsgebietes. Wie sieht es bei
Flüssen aus, da haben Sie spezielle Regelungen im Seerechtsübereinkommen. So, meine Damen und Herren, heute haben wir irgendwie wirklich Pech. Bin ich wieder zu sehen und zu hören? Okay, also es tut mir leid. Ich werde mich das nächste Mal neben den Router stellen. Aber bisher hat es eigentlich gut funktioniert, deswegen wundere ich mich. Okay, gut. Flüsse nach dem Seerechtsübereinkommen grundsätzlich, wenn sie schiffbar sind, werden geteilt entlang der Schifffahrtsrinne. Wenn die Flüsse als solche nicht schiffbar sind, werden sie mittig geteilt. Alles detailliert geregelt, auch im Seerechtsübereinkommen und völkergewohnheitsrechtlich schon lange anerkannt. Wir werden am Ende unserer Vorlesung werden wir uns noch so einen kleinen Ausblick ins Seerecht gönnen. Im Binnengewässer, also Seen beispielsweise, werden auch nach dem Seerechtsübereinkommen aufgeteilt. Da gibt es Regelungen dazu. Und schließlich, interessant noch, wie ist es mit dem Luftraum, also der Luftsäule über dem Hoheitsgebiet, die gehört dazu. Wo manifestiert sich das insbesondere im Flugverkehr, meine Damen und Herren? Also die Luftsäule über dem Staatsgebiet gehört zum Territorium eines Staates. Das bedeutet, wenn Sie mit Ihrem Flugterritorium durchfliegen wollen, dann brauchen Sie die Genehmigung des betreffenden Staates. Also alles andere ist ein Eindringen, was der Staat nicht muss. Also das heißt, der Luftraum ist natürlich im hohen Maße durch internationale Verträge konstituiert. Also internationale Abkommen regeln hier den Flugverkehr insbesondere. Hören Sie mich, meine Damen und Herren? Ja? Okay. Also wie gesagt, nächste Woche stelle ich mich direkt neben den Router und hoffe, dass es die Verbindung verbessert. Okay, Staatsgebiet, zweites Element, Staatsvolk. Das Staatsgebiet bezieht sich auf die Staatsgewalt insoweit, als die Staatsgewalt sich im Staatsgebiet mit der Territorialhoheit konkretisiert. Beim Staatsvolk konkretisiert sich über die Staatsangehörigkeit die Staatsgewalt in der sogenannten Personalhoheit. Also was beim Staatsgebiet die Territorialhoheit ist, das ist beim Staatsvolk die sogenannte Personalhoheit, angekoppelt an die Staatsangehörigkeit. Das bedeutet beispielsweise, dass ich ein Wahlrecht habe. Also als deutsche Staatsangehörige darf ich bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag mitmachen, unabhängig davon, wo ich mich aufhalte in der Welt. Also wenn ich deutsche Staatsangehörige bin, dann besteht eine Personalhoheit zwischen mir und der Bundesrepublik Deutschland. Dann habe ich einen deutschen Pass, dann muss die Bundesrepublik Deutschland unter Umständen diplomatischen Schutz zu meinen Gunsten ausüben. Also es besteht ein personales Band zwischen den Staatsangehörigen und dem betreffenden Staat. Das ist die sogenannte Personalhoheit.
Bei der Staatsangehörigkeit geht es um die Staatsangehörigkeit von natürlichen Personen. Dabei gelten weltweit betrachtet zwei Grundprinzipien, die unterschiedlich ausgestaltet werden können. Die Ausgestaltung der Staatsangehörigkeit ist grundsätzlich Sache der Staaten. Also ein Staat kann die Ausgestaltung der Staatsangehörigkeit grundsätzlich selbst bestimmen, unabhängig vom Völkerrecht, grundsätzlich. Die beiden Grundprinzipien, die hier in den Ordnungen weltweit existieren, sind zum einen das sogenannte Jus Soli, das Recht des Bodens, und zum anderen das sogenannte Jus Sanguinis, das Recht des Blutes, übersetzt. Was heißt das? Das heißt, manche Staaten knüpfen für die Staatsangehörigkeit an die Tatsache an, dass jemand im Staat geboren wurde, Jus Soli. Das machen klassischerweise Einwanderungsländer, also die USA beispielsweise, als klassisches Einwanderungsland hat ein sehr stark durch Jus Soli geprägtes Staatsangehörigkeitsrecht. Andere Staaten haben teilweise eher Staatsangehörigkeitsordnungen, die mehr von diesem Abstammungsgedanken geprägt sind. Also heißt, wenn Vater und Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit haben, bekommt auch das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit, unabhängig davon, wo es geboren wurde. Die deutsche Rechtsordnung, und daran sieht man quasi den Übergang, dass Deutschland eben wirklich auch mittlerweile ein Einwanderungsland ist, weil lange sehr verhaftet am Jus Sanguinis-Prinzip. Heute muss man sagen, ist das Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland durch beide Prinzipien geprägt. Also auch das Jus Soli-Prinzip spielt im deutschen Recht eine gewisse Rolle. Wenn diese beiden Prinzipien, und das ist aus völkerrechtlicher Sicht interessant, angewandt werden, dann kann es unter Umständen zu Kollisionen oder eben zu bestimmten besonderen Entwicklungen kommen, nämlich einerseits zur doppelten Staatsangehörigkeit oder mehrfachen Staatsangehörigkeit sogar und zur Staatenlosigkeit. Beispiel, stellen Sie sich vor, ein Kind, ein Paar aus einem Jus Soli-Land, also wo die Staatsangehörigkeit über das Abstammungsrecht verliehen wird. Ein solches Kind wird geboren in diesem Land. Anders, Entschuldigung, umgekehrt müssen wir das Beispiel machen. Ein Kind, das in einem Jus Soli-Land geboren wird, bekommt die Staatsangehörigkeit über die Geburt. Gleichzeitig stammen beide Eltern aus einem Land, dessen Staatsangehörigkeit nach dem Jus Sanguinis-Prinzip weitergegeben wird. Das heißt, das Kind bekommt zum einen die Staatsangehörigkeit aus dem Jus Soli-Land, weil es dort geboren ist. Und zum anderen erhält es aber auch die Staatsangehörigkeit der Eltern, die eben aus einem Jus Sanguinis-Land kommen. In dem Fall hätten sie eine doppelte oder sogar mehrfache Staatsangehörigkeit, wenn beide Länder aus verschiedenen Jus Sanguinis-Staaten kommen. Umgekehrt kann es auch, und das ist sehr viel problematischer, zur Staatenlosigkeit führen, wenn Eltern aus einem Jus Soli-Land in einem Jus Sanguinis-Land, was diese Prinzipien ausschließlich verkörpert, und viele Ordnungen haben auch so Mischformen wie Deutschland beispielsweise, aber wenn Eltern aus einem Jus Soliland, was die Weißland an dem kommen, die Staaten Wege, wie sie gegebenenfalls Kollisionen auflösen können. Schwieriger ist, Verbindung war wieder schlecht, ne?
Ja, das ist wirklich ärgerlich heute. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Ich versuche eine Lösung für nächste Woche. Mache ich das anders? Schwieriger als die doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit ist die Staatenlosigkeit. Warum? Einfach deswegen, weil derjenige, der staatenlos ist, als Individuum eben keine Schutzmacht beanspruchen kann, keinen Staat, der sozusagen auf der völkerrechtlichen Bühne für ihn aktiv wird. Also insofern, die Staatenlosigkeit ist aus internationaler Sicht ein Problem. Mittlerweile hat man so ein gewisses Mindestmaß an Schutz für Staatenlose gewährleistet. Aber trotzdem ist Staatenlosigkeit immer noch eine sehr schwierige und aus menschenrechtlicher Sicht eine sehr problematische Sache. Also Stichwort beispielsweise Palästina, da haben sie einen hohen Anteil an Staatenlosen, der dort ist. Und das ist auch einer der Gründe dafür, dass eben sich kein Staat unmittelbar für die Leute verantwortlich fühlt. Wie Sie alle wissen, hat das häufig gravierende, auch humanitäre Auswirkungen. Also Staatenlosigkeit ist wirklich ein Problem. Man versucht international Staatenlosigkeit zu vermeiden. Also man versucht Regelungen zu finden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Verträgen mittlerweile, dass Staatenlosigkeit eben nicht entsteht. Neben der Staats... Ich gucke gerade noch mal in den Chat. Per Kabel, okay. Neben der Staatsangehörigkeit gibt es die sogenannte Staatszugehörigkeit, also Staatsangehörigkeit natürlicher Personen. Bei Unternehmen, bei juristischen Personen spricht man von der sogenannten Staatszugehörigkeit, also eine andere begriffliche Zuordnung. Auch juristische Personen werden einem bestimmten Staat zugeordnet. Die interessante Frage ist, nach welchen Kriterien richtet sich diese Zuordnung? Also verschiedene Theorien, die hier vertreten werden. Zum einen die sogenannte Gründungstheorie, also die Zuordnung zu einem bestimmten Staat soll danach erfolgen, wo eine juristische Person gegründet wurde. Zweite Möglichkeit, die Sitztheorie, also wo eine juristische Person ihren Hauptsitz, ihre Tätigkeit ausübt. Dritte Möglichkeit, die Kontrolltheorie, also wo die Eigentümer sitzen, also wo die wirtschaftliche Kontrolle ausgeübt wird. Der EuGH hat sich zumindest mit der Kontrolltheorie auseinandergesetzt im berühmten Barcelona Traction Case 1970 und hat dort die Kontrolltheorie abgelehnt. Da ging es um die Barcelona Traction Company. Das war ein Unternehmen, das in Kanada gegründet wurde. Die Mehrheit der Eigner kamen aus Belgien und die wirtschaftlichen Aktivitäten von Barcelona Traction fanden in Spanien statt. Das Ganze ist bankrott gegangen und es gab einen großen Streit um die Abwicklung von Barcelona Traction. In dem Prozess hat sich Spanien mit Belgien vor dem EuGH auseinandergesetzt und da trat für den EuGH die Frage auf, ob Belgien in dieser Frage überhaupt hier statthaft auftreten kann für Barcelona Traction. Und der EuGH hat hier festgestellt, Belgien hat hier kein Klagerecht. Warum? Der EuGH hat gesagt, es kommen nur die Mehrheit der Eigner von Barcelona Traction aus Belgien, also die Kontrolltheorie, dass eben die Kontrolle ausgeübt wird hier über Belgien, das hat der EuGH hier abgelehnt und hat gesagt, wir müssen anknüpfen an die Gründung oder den Sitz, also da, wo ein Unternehmen gegründet wurde oder da, wo es seine Hauptaktivitäten entfaltet. Das sind zulässige Anknüpfungspunkte, aber der Anknüpfungspunkt, wo die Mehrheit der Eigner eines Unternehmens, in welchem Staat die sitzen, das ist kein zulässiger Anknüpfungspunkt. Also seit Barcelona Traction ist die Kontrolltheorie vom Tisch. Die beiden anderen Theorien sind im Fluss, kann man sagen. Sowohl die Gründungs- als auch die Sitztheorie
sind beide international als Anknüpfungspunkte anerkannt für die Staatszugehörigkeit einer juristischen Person. Sowohl im Hinblick auf die Staatsangehörigkeit als auch im Hinblick auf die Staatszugehörigkeit stellt sich die Frage der Ausübung von diplomatischem Schutz, und zwar insofern, als Staaten unter Umständen für natürliche Personen, aber auch für Unternehmen Schutz ausüben müssen. Die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen müssen Staaten für ihre Staatsangehörigen oder Staatszugehörigen diplomatischen Schutz ausüben? Und das ist unter drei Voraussetzungen der Fall. Zum einen muss es sich natürlich zunächst mal um einen Staatsangehörigen oder einen Staatszugehörigen handeln, also diplomatischer Schutz, also das Auftreten auf internationaler Bühne für eine bestimmte natürliche Person oder für ein bestimmtes Unternehmen ist nur dann zulässig, wenn hier überhaupt ein Band besteht, also wenn Staatsangehörigkeit oder Zugehörigkeit besteht. Bei Barcelona Traction im Falle von Belgien eben nicht. Da hat der EuGH gesagt, also Belgien kann hier nicht für Barcelona Traction sprechen, weil in Belgien eben nur die Anteilseigner sitzen, aber weil Belgien hier eben kein Ort ist, wo Barcelona Traction gegründet wurde oder wo die Hauptaktivität von Barcelona Traction stattfindet. Zweite Voraussetzung dafür, dass ein Staat hier international agieren kann für eine Person, ist, dass der innerstaatliche Rechtsweg erschöpft wurde. Also ein Anspruch auf diplomatischen Schutz existiert nur dann, wenn man innerstaatlich alles versucht hat, was an Rechtsmitteln tatsächlich zur Verfügung steht. Und dritte Voraussetzung, es muss eine Verletzung einer völkerrechtlichen Norm vorliegen. Nur die kann ein Staat geltend machen als Verstoß gegen die Völkerrechtsordnung. Das sind die verschiedenen Voraussetzungen des diplomatischen Schutzes, die sowohl zugunsten von Unternehmen als auch für natürliche Personen greifen können. Schließlich, abschließend zum Staatsvolk nochmal aus der Perspektive des innerstaatlichen Rechts. Das Volk als solches ist völkerrechtlich gesehen Träger des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Im Grundgesetz knüpfen verschiedene Normen an diese Tatsache an. Die Präambel beispielsweise, Artikel 20 auch. Und der Artikel 116, wo es um die Staatsangehörigkeit geht. Also 116 enthält eine Definition der Staatsangehörigkeit, also als verfassungsrechtliche Grundvoraussetzung. Und Artikel 20, genauso wie die Präambel, Artikel 20 konstituiert das Demokratieprinzip und verlangt für die Ausübung demokratischer Rechte, insbesondere für das Wahlrecht, die Staatsangehörigkeit. Also nur das Staatsvolk als solches konstituiert in der Demokratie den Souverän. Und insofern verweist Artikel 20 Grundgesetz auch auf die Staatsangehörigkeit. Als solche. Ich habe gerade nur angezeigt bekommen, dass die Internetverbindung instabil ist, aber ich hoffe, sie ist wieder da. Es gab eine Zeit lang, das ist weniger geworden, aber es gibt immer noch Staaten, die skeptisch sind der doppelten oder mehrfachen Staatsangehörigkeit gegenüber. Eine Zeit lang wurde diese Staatsangehörigkeit eben als sozusagen auch eine Art persönliches Loyalitätsrechte und Pflichtenverhältnis
interpretiert, das natürlich in Konflikt geraten kann, wenn man mehrere Staatsangehörigkeiten hat. Beispiele, also die Fragen, wo das immer kritisch diskutiert wurde, sind beispielsweise die Wehrpflicht. Also Frage in Staaten, die eine Wehrpflicht haben, was Deutschland auch muss, die dann doppelt zur Wehrpflicht, und die ist in manchen Staaten ja durchaus umfangreich. Oder muss jemand, der eine doppelte Staatsangehörigkeit hat, vielleicht in einem Land zur Wehrpflicht und in einem anderen nicht? Oder kann er sich dann der Wehrpflicht entziehen? Also alles das sind Fragen, die sehr intensiv diskutiert wurden. Und das waren teilweise auch Argumente für Staaten, für manche Staaten zu sagen, wir wollen eigentlich keine mehrfache Staatsangehörigkeit, weil diese mehrfache Zuordnung eben zu Konflikten führt. Also das Konfliktpotenzial bei mehrfacher Staatsangehörigkeit ist durchaus da. Auch die Frage des diplomatischen Schutzes beispielsweise, also welcher Staat darf hier überhaupt diplomatischen Schutz ausüben, oder welcher Staat will überhaupt hier diplomatischen Schutz ausüben. Also die Tatsache, dass jemand sozusagen aus völkerrechtlicher Sicht nicht eindeutig zugeordnet werden kann, birgt ein gewisses Konfliktpotenzial, das sich natürlich auch negativ für den Einzelnen auswirken kann. Mittlerweile ist die Diskussion zumindest in Deutschland etwas abgeebbt, kann man sagen. Also es gibt gewisse Argumente für sozusagen sicher Sicht, dass man sagt, man hat eben eine klare Zuordnung zu einem Staat und vermeidet damit gewisse Konflikte, die auftreten können bei mehrfacher Staatsangehörigkeit. Auf der anderen Seite sind diese Konflikte natürlich auch durch völkerrechtliche Verträge und durch politische Vereinbarungen auch lösbar. Also insofern ist diese politische Diskussion auch, wird die sehr viel entspannter, zumindest in Deutschland, auch in Europa, sehr viel entspannter geführt heute. Also die Konflikte, die aus der mehrfachen Staatsangehörigkeit entstehen können, die lassen sich eigentlich durch zwischenstaatliche Regelungen aus der Welt räumen. Und insofern ist heute zumindest eine gewisse Tendenz da, mehrfache Staatsangehörigkeit nicht als Problemfall zu betrachten, sondern als sozusagen auch Normalfall in Zeiten von vielfältiger internationaler Migration und eben als Faktum, das eben entstehen kann und das eben rechtlich in irgendeiner Form, wenn Konflikte wirklich auftreten sollten, dann muss man sie eben rechtlich lösen. Ja, insofern hat sich der Blick hier ein Stück weit drauf gewandelt, eben einfach, weil die Migrationsbewegungen auch natürlich enorm zugenommen haben weltweit und insofern auch das Bedürfnis nach mehrfachen Staatsangehörigkeiten einfach heute erhöht ist. Gerne, sehr gerne. Sonst noch Fragen, meine Damen und Herren? Die Qualität ist gerade gut, also scheuen Sie sich nicht und nutzen Sie es und fragen Sie gerne. Ja, Herr Seiler. Eigentlich, also kann es nicht auch völkerrechtlich aber ein Problem sein, wenn eben eine mehrfache Staatsangehörigkeit besteht, auch in gleichheitsrechtlicher Hinsicht, weil ja beispielsweise jemand, der sich jetzt der zwei Staatsangehörigkeiten hat, kann sich ja dann auf den Schutz mehrerer Staaten berufen und kann sich sozusagen, also die Frage soll jetzt nicht tendenziös werden, aber ich denke zum Beispiel an die Menschen, die in Deutschland wohnen, aber eine türkische Staatsangehörigkeit haben und dann Erdogan wählen. Ist sowas nicht irgendwie auch völkerrechtlich problematisch? Also man muss hier natürlich auch klar trennen, was man vielleicht politisch problematisch findet und was echte Konflikte völkerrechtlich sind. Also sozusagen
Wie gesagt, also man ist da auch in Deutschland, auch das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht ist ja heute anders, als es früher war, also durchlässiger geworden, kann man sagen. Und in der Tat, natürlich sind da Konflikte möglich und auch politische Konflikte möglich. Auf der anderen Seite, also die klassischen Fragen, um die es geht, sind eigentlich weniger das Wahlrecht. Das wird ein Stück weit akzeptiert, dass jemand eben mehrere Möglichkeiten der aktiven Mitgestaltung hat. Also echte Konfliktthemen also waren eben insbesondere die Wehrpflicht, auch die Beteiligung an der Armee generell. Also wenn jemand Mitglied der Streitkräfte ist zum Beispiel in einem Staat, aber eine doppelte Staatsangehörigkeit hat, ja. Genauso in Deutschland auch problematisch, wie ist es eigentlich mit dem Berufsbeamtentum? Ja, also wie ist es, wenn jemand zum Beispiel fürs Auswärtige Amt tätig ist, aber eine doppelte Staatsangehörigkeit hat? Ich kann Ihnen sagen, da werden Sie im Zweifelsfall nicht in dem Staat eingesetzt. Also wenn Sie eine deutsch-chinesische Staatsangehörigkeit haben, beim Auswärtigen Amt beschäftigt sind, werden Sie nicht in China eingesetzt werden, weil das eben zu Konflikten führen kann, ja, auch zu rechtlich fassbaren Konflikten. Also das sind schon alles so eine... Insofern habe ich da darauf hinzuweisen auch, also das sind schon Themen, die an bestimmten Punkten, also Stichwort, wenn jemand beschäftigt ist bei Tätigkeiten, die eben ein besonderes Näheverhältnis, so sagt man es im Beamtenrecht oft, ne, dieses Näheverhältnis zum Staat. Ja. Das kann natürlich problematisch werden, wenn hier zwischenstaatliche Konflikte auftreten, kann das unter Umständen auch in einer Person eben sich auswirken und dann ist die Frage, wie das im Einzelnen aufzulösen ist. Also das Konfliktpotenzial ist schon da. Es ist letztlich eine Entscheidung jedes Staates, wie er das gestaltet. Ja? Also das Völkerrecht macht da keine Vorgaben. Das Völkerrecht hat im Prinzip auch kein Problem mit mehrfachen Staatsangehörigkeiten. Aber die Staaten müssen natürlich Konflikte dann in irgendeiner Form auflösen. Ja? Also entweder indem sie einen völkerrechtlichen Vertrag schließen oder indem sie es eben innerstaatlich regeln. Wie gesagt, also früher hat man das rigider gesehen, also diese Tatsache, auch dieses enge Band zwischen, was natürlich auch da ist, über die Personalhoheit, also diese enge Bindung einer Person über die Staatsangehörigkeit zu einem Staat, wurde lange Zeit eben auch, dem wurde lange Zeit ein gewisses Exklusivitätsverhältnis zugesprochen. Mittlerweile hat sich einfach auch die Rechtstatsächlichkeit ein Stück weit gewandelt, also eben durch diese vielfältigen internationalen Migrationsbewegungen. Aber wie gesagt, also Konflikte können natürlich auftreten. Das Völkerrecht untersagt keine mehrfache Staatsangehörigkeit. Im Endeffekt sagt das Völkerrecht, es ist Sache der Staaten, es zu regeln. Ja? Und wenn Konflikte auftreten, sind sie natürlich auch verpflichtet, diese Konflikte mit friedlichen Mitteln beizulegen. Ja? Das auch. Aber es ist sozusagen aus völkerrechtlicher Sicht ist da eine gewisse Offenheit da. Schwieriger ist die Staatenlosigkeit, und zwar aus menschenrechtlicher Perspektive, weil Staatenlosigkeit eben sozusagen völlige Schutzlosigkeit ein Stück weit beinhaltet. Und insofern ist für das Völkerrecht eigentlich die Staatenlosigkeit problematischer als die mehrfache Staatsangehörigkeit. Ja. Also aus einer humanitär-völkerrechtlichen Perspektive ist die Staatenlosigkeit eigentlich schwieriger. Okay, meine Damen und Herren, ich würde gerne noch das dritte Element zumindest anfangen mit Ihnen, nämlich das Element der Staatsgewalt. Die Frage, was braucht man neben einem Territorium und einem Volk, über das die Personalhoheit ausgeübt wird, noch. Man braucht die Staatsgewalt, diese effektive Herrschaftsgewalt, die ist erforderlich. Interessant dabei
das Stichwort effektive Herrschaftsgewalt. Und hier ist das Völkerrecht ganz an den tatsächlichen Gegebenheiten orientiert. Also die Herrschaftsgewalt muss effektiv sein. Sie muss sich im Sinne einer faktischen Machtausübung im Hinblick auf Staatsvolk und Staatsgebiet konkretisieren. Und diese effektive Herrschaftsgewalt ist gegeben, wenn die Staatsgewalt grundsätzlich effektiv, dauerhaft und souverän, also unabhängig ist. Diese Souveränität ist, wie Sie wissen, ein wichtiges Stichwort im Völkerrecht. Man spricht ja auch von der souveränen Gleichheit der Staaten. Das heißt, ein Staat muss auch wirklich in der Lage sein, nach innen wie nach außen als staatliches Gebilde effektiv aufzutreten, seine Angelegenheit nach innen und außen auch wirklich zu regeln. Und das ist keine Frage der Legitimität, sondern eine Frage der faktischen Möglichkeit. Also ist hier effektive faktische Herrschaftsgewalt vorhanden? Diese Souveränität, ein wichtiger und sehr schillernder Begriff, gibt es eine Flut an Literatur auch dazu. Aber um Ihnen so ein bisschen eine Art Definition an die Hand zu geben, was Souveränität im Völkerrecht eigentlich heißt, darunter versteht man grundsätzlich, wenn die Staatsgewalt als solche keiner anderen Macht untergeordnet ist, also wenn diese Staatsgewalt nach innen wie nach außen wirklich frei ist und sich auch frei entfalten kann, nach außen natürlich und auch nach innen, abgesehen von den Bindungen, die natürlich jeder Staat durch das Völkerrecht unterliegt. Aber in diesem Rahmen des Völkerrechts ist Souveränität eben die freie Gestaltung nach innen, nach außen aller staatlichen Angelegenheiten. Und das ist Grundvoraussetzung für jeden Staat, also jeder Staat als solcher muss diese Souveränität, diese effektive Staatsgewalt in Anspruch nehmen, um als Staat im völkerrechtlichen Sinne auch anerkannt zu werden. Teilweise wird als vierter Punkt sozusagen über diese drei Elemente hinaus die Fähigkeit zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen als weitere Voraussetzung verlangt, ist nicht unbedingt erforderlich, wird, wie gesagt, nur teilweise sozusagen als Plus noch genannt. Die Fähigkeit zur Erfüllung von völkerrechtlichen Verpflichtungen steckt eigentlich in diesem Effektivitätsgedanken schon mit drin. Also die Tatsache, dass ein Staat effektive Herrschaftsgewalt ausübt, bedeutet auch, dass er in der Lage ist, auch nach außen seine völkerrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Also so zumindest die herrschende Meinung, diese Fähigkeit zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen ist eigentlich auch ein Element, was mit der Staatsgewalt abgedeckt ist, dass ein Staat eben in der Lage ist, nach innen wie nach außen seine Souveränität auch zu beanspruchen und diese Souveränität auch in dem Sinne zu beanspruchen, Verpflichtungen, denen er nach dem Völkerrecht unterliegt, eben auch zu erfüllen. Wann ist das problematisch, diese Souveränität oder diese Fähigkeit zur Erfüllung dieser Verpflichtungen? Problematisch ist das in der Praxis bei den sogenannten Failed States. Ich zeige Ihnen gleich noch ganz schnell eine Übersicht dazu. Problematisch war das unter Umständen auch bei bestimmten Staaten, die sich geweigert haben, die so zu führen, hat sich nicht durchgesetzt. Also die Frage, spielt die Legitimität der Staatsgewalt, die bei demokratischen Staaten als sehr hoch betrachtet wird, bei Diktaturen eben als sehr niedrig betrachtet wird, spielt das eine Rolle?
Insgesamt muss man sagen, dass sich diese Toba-Doktrin nicht durchgesetzt hat. Es gibt bestimmte Ansätze, beispielsweise Südrhodesien, heute Simbabwe im Süden Afrikas, das 1965 ein Apartheidsregime eingeführt hat unter Ian Smith, das nicht anerkannt wurde von der Staatenwelt, wo man gesagt hat, also ein Regime, was ganz offen und klar rassistisch ist, diesem Regime fehlt die Legitimität. Also das ist ein Beispiel aus der Staatenwelt, wo einem staatlichen Gebilde Legitimität abgesprochen wurde. Ein zweites Beispiel sind die sogenannten barbaresken Staaten. Das waren die nordafrikanischen Staaten, die sich so zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert vor allem auch über oder viel finanziert haben, auch durch Überfälle im Mittelmeer auf Handelsschiffe, also die Piraterie im Mittelmeer blühte in dieser Zeit. Und hier gab es teilweise eine Diskussion, dass man gesagt hat, diese Staaten sind als solche nicht legitim, weil sie sich sozusagen jenseits der Völkerrechtsordnung stellen. Also das sind so Überlegungen, die bestimmte Legitimitätsanforderungen immer mal wieder diskutiert wurden, die auch sehr interessant sind. Im Endeffekt muss man sagen, hat es sich zumindest nicht durchgesetzt. Also es gilt nach wie vor eine sehr faktische Betrachtung der Staatsgewalt im Sinne einer effektiven Herrschaftsgewalt. Also wie diese effektive Herrschaftsgewalt ausgeübt wird, das ist für die Staatsqualität erstmal sekundär. Warum, meine Damen und Herren? Man will natürlich für die Völkerrechtsordnung auch eine gewisse Stabilität. Also auch die Regime, die nicht legitim an die Macht gekommen sind, sind sozusagen erstmal Stabilisatoren in gewisser Hinsicht. Und es ist natürlich auch noch jedes klassische Völkerrechts nach, dass man sich grundsätzlich eben nicht in die inneren Angelegenheiten, in die Gestaltung eines Rechtssystems im Inneren einmischt. Also die Souveränität der Staaten, die eben auch das Interventionsverbot umfasst, wir werden noch dazu kommen, verlangt ein Stück weit auch Zurückhaltung von der internationalen Staatengemeinschaft. Und das schlägt sich auch im Merkmal der Staatsgewalt hier nieder. Ich sehe, meine Damen und Herren, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Ich würde an der Stelle hier deswegen Schluss machen. Aber ganz kurz noch, haben Sie Fragen bis hierher? Die beantworte ich natürlich gerne. Fragen Sie gerne, auch zumal die Verbindung eben heute leider so schlecht war. Wenn irgendwas nicht angekommen ist, fragen Sie gerne nochmal nach. Ansonsten auch nächste Sitzung. Wir können uns auch der nächsten Sitzung noch mal Zeit nehmen am Anfang. Okay, dann würde ich an der Stelle hier einen Punkt machen. Merken Sie sich für den Staatsbegriff, Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt. Und wir werden uns in der nächsten Sitzung noch angucken, wie sieht es eigentlich aus mit der Frage der Anerkennung? Also wie wirkt sich die Tatsache, dass Staaten anerkannt werden, eigentlich auf die Staatsqualität aus, wirkt sie sich aus oder nicht? Und mit dem Problem des Failed States oder Failing States. Das werden wir auch besprechen. Und wir werden noch einen interessanten Fall machen zum König von Seeland, Roy of Sealand. Einen ganz lustigen Fall, ein Klassiker aus dem Völkerrecht 1. Auch das werden wir zum Staatsbegriff nächste Sitzung noch machen. Okay. Dann entschuldigen Sie bitte nochmal diese unzuverlässige Verbindung. Ich gucke, dass das nächste Woche besser läuft. Einen guten Resttag und bis nächste Woche. Tschüss.